Gut, jetzt kommen wir zum dritten Teil. Jetzt kommt wieder so ein Referent, wieder so ein Schwergewicht. Gut, und wir sprechen von niemand anders als von Hagen Grill. Herzlich willkommen, Hagen Grill. Auch einer der bekanntesten Größen im freien Aufklärungsnetz drin. Wir schauen uns deine Werke an, dann Werdegang, bitte. Hagen Grell. Geboren 1983 in Nordsachsen, DDR. Ausbildung 1990 bis 2002, Grundschule bis Abitur, außerdem Akkordeonschüler und später Musikschullehrer Akkordeon neben der Schule. Auch Chefredakteur der Schülerzeitung. 2002 Zivildienst in Jena. 2003 bis 2005 Physik-Teilstudium in Dresden. 2006 bis 2009 Informatikstudium in Leipzig mit Bachelorabschluss. Tätigkeiten 2006 bis 2015 freiberuflicher Webentwickler. 2011 bis 2015 politischer Blog. 2013 bis heute YouTube-Kanal mit 56.720 YouTube-Abonnenten. Seit 2011 über 16 Millionen Aufrufen. 2014 Teilnahme an Organisation und Moderation der Montagsdemos in Leipzig zur Ukraine-Krise. 2015 bis heute Vollzeit-YouTuber. 2015 bis 2016 Arbeit bei Nuoviso als Moderator und im Orga- und Kreativstab. Seit 2018 Entwicklung der Plattform Freihoch 3 als Reaktion auf Zensur, Schattenbann und finanzielle Austrocknung vieler Medienschöpfer auf YouTube. Sein Thema heute? Von der Parasitenwirtschaft zur Wirtschaft der Symbionten. Herzlich willkommen, Hagen Grell. Das ist immer so spannend, so ein Titel. Man kann sich jetzt noch überhaupt nichts darunter vorstellen, aber es wird sich jetzt gleich ändern. So ist die Idee. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, liebes AZK-Komitee, liebe Mitwirkende, die hier mitgestaltet haben, um das möglich zu machen. Also ich möchte erst mal sagen, ich bin absolut begeistert und bei der ein oder anderen musikalischen Nummer wie der eben kommt man auch gar nicht umhin, dass einem so ein bisschen so ein kleiner Kloß im Hals ist, weil einen das auch einfach berührt und weil das auch einfach eine Sache ist, so tiefere Wünsche anspricht, ne, die in uns drin sind und die auch in mir drin sind, mein ganzes Leben lang schon, bevor ich es überhaupt wusste. Und so ist auch meine Entwicklung im Prinzip zu erklären. Doch bevor wir da anfangen, noch ein kurzer organisatorischer Hinweis, um meine zwei Mitarbeiter zu entlasten. Wir haben so viele von euch vertrösten müssen, dass ich noch nicht am Stand war. Nach der AZK bin ich auf jeden Fall noch eine Weile dort. Also dort können wir dann hinten in Ruhe über alles reden und das wird sicher sehr klasse. Ja, starten wir die Fragestellung von der Parasitenwirtschaft zur Wirtschaft der Symbionten mit ein paar Fragen. Und ich werde versuchen, in diesem Vortrag, das passt ja wirklich wunderbar, so wie eine Art Fügung, einige von diesen Themen, die wir heute gehört haben, zusammenzuführen. Es passt so eng zusammen, weil wir viele von verschiedenen Seiten die gleiche Problematik beleuchten. Wer steckt dahinter? Was ist das eigentliche Problem? Wo ist diese Mechanik? Warum machen diese Menschen das? Und das ist das, was der Vortrag versucht zusammenzuführen. Und dass ihr und dass Sie sich nicht wundern, im Prinzip wird auch viel von meiner persönlichen Geschichte mit einfließen, denn das wird vielleicht ein Thema, was dem einen oder anderen vom Bauchgefühl her nicht so schmecken wird, einige von diesen Dingen, die ich hier, von den Thesen, die ich präsentieren werde, aber ich möchte meinen eigenen Werdegang auch dahin, ganz schöner Ventilator hier, meinen eigenen Werdegang auch mit beschreiben, dass ihr auch nachvollziehen könnt, wo ich herkomme und wie ich zu diesen Schlüssen gekommen bin. Ja, warum werden Journalisten in England inhaftiert und die Medien jubeln darüber? Warum wird die Kultur und die Heimatliebe mit Füßen getreten in Mitteleuropa, in Deutschland, aber auch in der Schweiz und in Österreich? Und die Politiker klatschen Beifall. Warum verdient man Geld damit am Leiden von Menschen und wir sollen das einfach so hinnehmen? Die Antwort auf diese Fragen ist vielleicht ganz einfach, aber sie wird vielleicht den einen oder anderen oder viele von Ihnen sogar schockieren.
So, da ist es auch schon. Fangen wir mit mir an. Wir hatten ja schon in der Vorstellung einiges drin. Also Moderator, Journalist, seit 7 Jahren politisch aktiv. Das können wir eigentlich überspringen. Seit 3 Jahren hauptberuflich als Medienmacher auf YouTube. So, und das hier bin ich, vielleicht mal als kleines Einschulungsbild, bloß, dass ihr mal eine Vorstellung bekommt. Also ich war da noch ganz begeistert, natürlich die Zuckertüte, die verleitet einen auch dazu, dass man das Ganze ganz toll findet und erstmal da reingeht und da natürlich auch als Kind mit offenem Herzen sich das Ganze anschaut. Aber ja, ich wurde im Prinzip auch im Sinne der 68er erzogen, natürlich auch restsozialistisch kann man sagen, ich bin zwar 90 eingeschult, aber so schnell ist der Sozialismus dann auch nicht weg aus den Köpfen und die 68er-Bewegung hat das natürlich auch von der anderen Seite alles beeinflusst und habe ich doch schon immer so ein kritisches Bauchgefühl gehabt, aber früher war es eben nur ein Bauchgefühl und ich konnte nicht so viel damit anfangen. Ja, meine Eltern waren eher und sind eher bodenständige, fleißige Konservative, möchte man sagen, ohne dass sie das selber wissen, denn sie alle haben ja auch Marxismus, Leninismus in der Schule gehabt und auch wenn sie sagen, ja, so richtig Marx lag Marx ja auch nicht richtig, aber irgendwie, wie er die Wirtschaft analysiert hat, hat er doch recht gehabt. Ne, so dieses ist so ein bisschen hängen geblieben und das kann man auch nicht so leicht rausbekommen, wobei natürlich auch, und da darf ich auch wieder Medien wie die Express-Zeitung zum Beispiel loben, Gerd Wisniewski hat dafür geworben, da auch viel passiert. Meine Eltern haben die abonniert oder ich habe sie für meine Eltern abonniert und da kommt schon einiges mit. So, und dann sind natürlich dadurch auch Widersprüche in mir selber aufgetreten. Also einerseits hatte ich das 68er-Denken, andererseits das Konservative, ne, und das freiheitlich Fühlende in mir. So, und dann in den Medien, was mir die Medien gesagt haben, konnte ich vielleicht im Kopf her zustimmen, aber vom Herzen hat das nicht gepasst. Ne? Was wollen die mir da erzählen? Warum muss das so sein, wie es ist? Also ich rede jetzt von den 90er Jahren, wo ich dann wirklich auch angefangen habe, mich mit Sachen halt bewusst zu beschäftigen. Ich baue die Schülerzeitung auf, das erzähle ich auch darum, weil ich da auf der einen Seite Werbepartner reingeholt habe, professionelles Layout, den professionellen Druck, gleichzeitig aber Unternehmer, und das sage ich jetzt wirklich ehrlich, so als widerliche Diebe und Ausbeuter gesehen habe. Pauschal. Ja, alle Unternehmer. Das war einfach so, wie ich da aufgewachsen bin, obwohl ich eigentlich schon fast unternehmerisch tätig war. Ich will diesen Widerspruch so ein Stück weit darstellen. Und vielleicht auch mal gerade, dass ich mal ein Gefühl bekomme, möchte ich mal fragen, wer hat hier im Publikum, wer kennt dieses Gefühl, wenn vielleicht der Kopf eine Sache sagt und man denkt, vom Kopf her müsste es doch richtig sein, aber das Herz sagt eigentlich eine andere Sache. Vielleicht mal die Hände hoch, wer dieses Gefühl kennt. Das sind sehr viele, fast alle, super. Und wer ist der Meinung, dass beide eigentlich zusammenfinden müssen? Ja, das ist auch keine Einseitigkeit, das ist sehr schöne Ausgewogenheit. Super, da kommen wir hier sehr weit. Dann natürlich, danach folgte bei mir Phase der Sinnfindung, Studium der Informatik, Arbeit als Webentwickler und dann, das Bild haben wir auch schon gesehen, Ukraine-Krise, das so der erste Bruch für mich war, das erste Aufwachen. Und warum ist das so passiert? Ich bin da wirklich reingestolpert und das ist ja auch das Tolle daran an solchen öffentlichen Demonstrationen, weswegen die ja auch versuchen, die staatliche Establishment versucht, das zu unterbinden, auch gerade dadurch, dass sie ihre Antifa-Truppen zum Beispiel dorthin schicken oder so, hängt natürlich alles nicht zusammen, zwinker, zwinker, aber war das so wirksam war. Ich bin einfach beigelaufen und habe gedacht, worüber reden diese Leute hier? Das ist ja hochinteressant, ich stelle mich mal dazu. Warum sind die so begeistert, wenn die so über Dinge reden? Ja? Und dann habe ich dort angefangen, mich hingestellt und eben zugehört und das war erst das erste große Aufwachen des Kopfes und also vom Herzen hatte ich das schon gespürt und vor allen Dingen dort die Leute zu sehen, Kinder, Rentner, Arbeitstätige aus allen Schichten, ja, die dort auf der Demo waren, sich das angehört haben, respektvoll waren, manchen war ich ein bisschen sauer, ja, die dort ihre Themen vorgebracht haben, auch viele von den Referenten, die sie jetzt schon über die Jahre auf der AZH gesehen haben, die auch auf diesen Demos waren. Und dann in den Medien lese ich oder höre ich am nächsten Tag, das sind doch alles Nazis. Ja, ich meine, wir kennen das hier mittlerweile, aber dieser, bloß um das nochmal darzustellen, dieser Konflikt, dieser Widerspruch, das habe ich immer versucht, das habe ich da damals gehabt und habe dann versucht, das auseinanderzuziehen. Was ist da los? Wieso gibt es diesen Widerspruch? Aber da war ich damals natürlich noch lange nicht. Ja, dann Vollzeit-Medienmacher und natürlich auch, man muss auch sagen, auf YouTube ist auch das Tolle, man hat natürlich dort auch die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten, aber hier vor Ort ist das nochmal was ganz anderes. So, dann haben wir hier seit 2017 verstärkte sich dann die Zensur auf YouTube langsam.
Also, was war passiert? Erstmal, bin dort gestartet und man merkt dann wirklich, wenn man gute Inhalte macht, man hat ein Wachstum, mehr Zuschauer schalten ein, mehr Zuschauer kommentieren. Und dann gab es plötzlich 2016 den ersten Bruch, 2017 so richtig massiv. Und wenn es nur mich betroffen hätte, dann wäre es meine Sache gewesen. Wenn es aber so viele gleichzeitig betrifft, habe ich mich gefragt, gibt es da nicht irgendetwas, womit das zusammenhängt? Ja, dann bin ich 2017 auch Vater geworden. Das war für mich auch nochmal ein Ding. Also diejenigen, die Eltern sind, die wissen das. Erstens, das eigene Kind ist das schönste Baby der Welt und das Tollste. Und das verändert das Leben auch. Es verändert so das Gefühl, wie man zu Verantwortung steht. Und ich hatte schon vorher ein Gerechtigkeitsgefühl, aber jetzt ist es so meine eigene Sache, mein eigener Kampf geworden. Weil ich kann das doch nicht meinem Kind zumuten, was dabei rauskommt, meiner Tochter, ja, wenn ich die angucke, und in die Augen gucke und das dann sehe, dann kann ich doch nicht sagen, ja, hier, ich verpiss mich mal und du machst in der nächsten Generation dann irgendwas draus. Viel Spaß damit. Ne, das geht dann einfach nicht mehr. Und ja. Und 2018, jetzt erst kürzlich, die letzte Woche, ist diese Zensur gerade zufällig nochmal in den nächsten Gang, also in den höchsten Gang, möchte man fast sagen, es geht noch schlimmer natürlich, dann wird es körperlich, aber in den höchsten Gang, was man digital machen kann, gegangen, nämlich, dass hier Alex Jones als ein erstes Beispiel gelöscht wurde. Mit Alex Jones muss man nicht übereinstimmen, Alex Jones redet viel, redet laut, ist auch manchmal sehr verrückt, man möchte fast sagen, überdreht, aber er hatte 2 Millionen Menschen, die ihm zugehört haben. Er hat Donald Trump geholfen, die Wahl zu gewinnen. Und er wurde hier von verschiedensten Plattformen gelöscht, von YouTube, 2 Millionen Abonnenten, von Facebook, von Instagram noch nicht, aber dann von Spotify, von iTunes. Ja? Überall getilgt seine Kanäle. Das heißt, und das habe ich ja schon die ganze Zeit als Gefahr gesehen, das heißt, sie haben diesen Schalter und sie sind auch bereit, diesen Schalter einzusetzen. Und jetzt fragen wir uns auch mal, warum das so ist. So. Ich springe mal ein bisschen hin und her zwischen den Themen. Das eine ist immer ein bisschen die persönliche Geschichte, das andere ist die tatsächliche trockene Frage, wo wir das hier zu tun haben. Und wie gesagt, ich hoffe sogar, dass ich einige von Ihnen dazu provozieren kann, Ihren Glauben zu hinterfragen, was die Wirtschaft betrifft, was diesen Aspekt von Wirtschaft betrifft. Und wir können danach, wie gesagt, auch gerne ins Gespräch kommen. Ja, die Frage ist, gibt es nur eine Wirtschaft oder gibt es mindestens 2 Wirtschaften? Das heißt, ist zum Beispiel die Wirtschaft der Konzerne, von denen viele so kaltherzig reagieren, von denen viele so viel Schaden an Menschen akzeptieren, durchwinken, irgendwie als Zahl auf einem Papier umkringeln und dann haben wir hier mehr Profite oder was weiß ich, ist das das Gleiche wie die Wirtschaft, die vom kleinen Handwerker, vom Gastronomen, von den Menschen, von den Einzelhändlern, die uns täglich begegnen? Wer sagt, das sind unterschiedliche Wirtschaften? Ja, haben wir vielleicht schon die Hälfte. Und vielleicht auch mal die Gegenfrage, wer sagt, es gibt nur eine, dass wir das auch mal sehen? Ach so, die anderen haben sich gar nicht so getraut. Okay, also das Gefühl ist schon mal da, das ist schon mehr sehr gut. Wenn ich sage auch, es gibt 2 Wirtschaften und die sind so unterschiedlich, also 2 Wirtschaftsformen, 2 Wirtschaftsstrategien, 2 Strategien wirtschaftlich zu handeln, dass man eigentlich davon sprechen muss, dass es 2 Wirtschaften gibt. Und ich sage, es gibt einerseits die Symbiontenwirtschaft und einerseits die Parasitenwirtschaft. Ich bin ja ein bisschen kreativ geworden, um Ihnen das ein bisschen besser zu vermitteln. Die Wirtschaft der Wertschöpfer und die Wirtschaft der Räuber. Die Heinzelwirtschaft und die Vampirwirtschaft. Die Heinzel sind natürlich, für die Sage nicht kennen, das sind die, die in der Nacht kommen und alles ganz machen. Das sind mal liebe Sagenfiguren und nicht die Bösen, die wir sonst kennen. Natürlich dann auch wieder eine deutsche Sagenfigur, die dann kommen und alles ganz machen. Das sind die Heinzel, also Heinzelwirtschaft und Vampirwirtschaft, Schafferwirtschaft und Rafferwirtschaft, Schöpferwirtschaft und Schröpferwirtschaft. Sie sehen, ich bin hier kreativ mit den Reimen geworden. Erbauerwirtschaft und Klauerwirtschaft, Gründerwirtschaft und Plünderwirtschaft. Mir geht es hier wirklich darum, vielen Dank, mir geht es hier wirklich darum zu zeigen, dass, also wirklich diese, und da sind wir wieder bei dem schwierigen Begriff Spaltung. Ja?
Hier müssen wir wirklich, und bei der Grenze, von der Gerhard Wisniewski gesprochen hat, hier möchte ich wirklich mal eine Grenze einziehen, denn Grenze bedeutet auch im informationstechnischen Bereich Information. Ohne Grenzen keine Information. Wir ziehen hier die Grenze, und deswegen habe ich auch so viele Beispiele und so viele Begriffe hierfür verwendet, um mal zu unterscheiden, es gibt das eine und es gibt das andere. Erstmal als Konzept. Und ich versuche jetzt darzulegen, dass es das tatsächlich auch als Prinzipien gibt. Und ich möchte fragen, und das ist eine Frage, die mir heute sehr häufig begegnet ist, auch in den anderen Vorträgen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also das wieder so Koinzidenz-Sachen, die zusammenkommen, die zusammenführen. Ist der gesamte Kampf der Menschheit vielleicht kein Kampf mit sich selbst, sondern ein Kampf mit etwas anderem oder ein Kampf von verschiedenen Strategien? Also auch nicht allein der Kampf der Patrioten gegen die Globalisten, auch nicht allein der Kampf der Religionen und Weltanschauungen, der künstlichen Kämpfe natürlich, wenn die Medien versuchen, uns zu spalten. Da sind wir, die Medien reden von Einheit. Wenn sie sagen, ihr sollt mitmachen, wo wir hinwollen, dann wollen sie natürlich Einheit. Wenn sie sagen, nee, das, was ihr macht, das gefällt uns nicht, dann sollen wir uns möglichst viel spalten. Also die verwenden auch beide Sachen. Und das ist nicht immer das Gleiche. Wenn sie etwas wollen, dann müssen wir natürlich einig sein. Wenn sie etwas nicht wollen, dann müssen wir uns schön spalten, dass wir nicht schlagkräftig sind. Und dann ist die Frage, ist der Kampf der Menschheit vielleicht der Kampf zweier Spielstrategien, also im Sinne der Spieltheorie? Das heißt, dass das, was wir als das Gute verstehen, dass die Strategie der Symbiose ist und das, was wir als das Böse verstehen, die Strategie der Parasiten. Das möchte ich mal kurz als Frage wirken lassen. Und könnte es sein, dass der Kampf der Menschheit in Wirklichkeit der Kampf der Parasiten gegen die Symbionten, gegen die symbiotisch lebenden Menschen ist? Das möchte ich mal dahinstellen. Und ja, da kommen wir auch wieder zu mir, denn ich möchte das Sie auch noch mal ein bisschen mehr dazu öffnen. Ich habe schon viele Nicken jetzt gesehen, aber einfach für diese Betrachtungsweise. Dann ist es vielleicht ein bisschen schwer zu verdauen. Mir ging es jedenfalls so, weil ich habe ja auch dieses Harmoniebedürfnis. Ich möchte eigentlich mit allen zusammenkommen. Ich habe aber gemerkt, wenn mich jemand zum Beispiel als Feind erklärt, da gibt es einen bestimmten Punkt, wo er so verhärtet sein kann, dass ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht an ihn herankomme. Und dann muss ich sagen, ich muss ihn nicht zum Feind auch mit erklären, aber ich muss zumindest sagen, ich weiß, dass er mich feindlich sieht und ich kann ihn jetzt nicht mit Energie versorgen und hier kriegst du mal was von mir und so, du bist jetzt mein Freund, das funktioniert dann nicht. Ne? Und deswegen trete ich vor Sie und vor euch als, ja, ich möchte eher sagen Philosoph, denn das ist auch das, was ich auf meinem Kanal hauptsächlich mache. Ich habe nicht die finale Wahrheit, ich kann es nicht wissen, niemand von uns. Ich möchte eine These präsentieren und ich möchte diese Idee mitschicken, denn wenn ihr sagt, das ist etwas, was mir hilft, das Ganze zu unterscheiden, einfach ein Werkzeug. Ich sage hier, das ist das eine, ich sage hier, das ist das andere. Ich sage, das möchte ich unterstützen, ich sage, das möchte ich ablehnen und austrocknen. Das möchte ich versuchen, im heutigen Vortrag zu erreichen. So, ja, 2016 natürlich erkannte ich auch langsam, dass YouTube bestimmte Meinungen unterdrückt. Also da reden wir von Counter-View-Strategien. Das hat mir auch ein Informant vom britischen Geheimdienst, als er früher bei dem war, jetzt in einer nicht so hohen Ebene, aber der sagt, die haben halt auch solche Werkzeuge, um auf YouTube zu sagen, man regelt Sachen runter, dass man nicht mehr so viele Views bekommt. Zum Beispiel habe ich auf dem Kanal von KlarTV gesehen, dass das auch aus unerfindlichen Gründen ab einer bestimmten Stelle so einen Knick gemacht hat. Ne? Sehr interessant, das sieht man nicht nur auf 2 Kanälen, das sieht man nicht nur auf 10 Kanälen, das sieht man auf 100 Kanälen. Gut, Tausende kann ich nicht sagen, weil ich nicht 1000 Kanäle gucke, aber ich habe sehr viel dort verfolgt. Gleichzeitig wollte ich natürlich von meiner Arbeit leben und ich wollte, dass auch andere Menschen davon leben können. Weil hier ist der Kernpunkt. Man kommt mit Idealismus nur so weit des Weges. Wenn die Leute, die ich gerade auch bei den Montagsdemos gesehen habe, das monatelang durchgehalten haben, super, ja, aber irgendwann müssen sie wieder auf Arbeit, irgendwann muss sich der Kühlschrank füllen, irgendwie müssen sie sich auch dagegen wehren können, wenn sie permanent angegriffen werden, auch wenn sie ausgeschlossen werden aus ihren sozialen Zirkeln. Sie müssen von irgendwas leben können und darum muss das Ganze auch als wirtschaftlich tragbare Sache für alle funktionieren. So ging dann mein Denken im Prinzip weiter. Und dann habe ich eben bei Facebook gemerkt, okay, die sperren mich für ein paar Tage, wenn ich jetzt wirtschaftlich davon gelebt hätte, wie kann das denn sein? Ich komme an meine Kunden nicht mehr ran für ein paar Tage, ich habe meine Zuschauer nicht mehr ran an einen Tag. Was ist das denn für ein Irrsinn? Wie kann man denn sowas machen? Da ist man auch keine Plattform mehr, ja, da ist man ein Zensurnetzwerk. Das ist Wahnsinn. Und
Ja, und ich verstand an der Stelle, dass man auch was Eigenes braucht, auf eigenen Beinen stehen muss. Und da sind ja auch hier viele Sachen, die am Entstehen sind. Das ist klasse und man muss eben, wir müssen, das ist eben der harte Weg. Die haben diese riesigen Plattformen aufgebaut, wir sind davon abhängig und dann kommen wir nicht mehr raus. Das ist diese Idee dahinter. Und dann können sie die Daumenschraube immer weiter andrehen und versuchen, uns damit gehörig zu machen. Das ist die Idee dahinter. Und deswegen war ich irgendwann so größenwahnsinnig, sagen wir so, um davon zu träumen, darüber nachzudenken, eine eigene Plattform aufzubauen. Und geboren war die Idee von Freihoch 3. Hier sehen wir es, was die Zuschauer mit über 60.000 Euro finanziert haben. Also kann ich nur sagen, danke für dieses Vertrauen und bitte auch einen Applaus für die Zuschauer, dass die das in die Wege geleitet haben. Das ist der Wahnsinn. Und wir kamen natürlich auch gleich Zweifel, wie viele von Ihnen, von euch vielleicht auch. Was ist, wenn Aktivisten aus der BRD klagen? Was ist, wenn die EU und die BRD uns Strafen anhängen? Was können wir tun, wenn wir Angriffe haben, Sachbeschädigung, Rufmord? Wie kann man das kontern? Und natürlich wieder dieses Idealismusproblem. Es muss von irgendwas leben in einer gewissen Zeit. Und ja, und dann begann ich mich mit dem Thema des öffentlichen Hate, der Hate Speech, der Hassrede zu beschäftigen und mit dem Thema des öffentlichen Hasses. Ja, und Sie sehen es hier, Analyse, so gefährlich sind die neuen Hate-Speech-Gesetze. Justizminister Heiko Maas hat einen neuen Gesetzentwurf, das war noch von 2017, gegen Hate-Speech und Fake News vorgestellt. Das geplante Gesetz würde Facebook zum Richter über die Meinungsfreiheit machen und ausgefeilte Zensurinfrastruktur etablieren. Also sehen wir auch schon Netzpolitik, die sind ja auch ein bisschen anders verortet, aber die haben das auch gesehen. Das heißt, es ist auch was wir alles erkennen können und darum haben wir das in die Wege geleitet und gleichzeitig, ich versuche das mal zusammenzuführen. Diese ganzen Sachen haben meine innere Denke herausgefordert, haben gesagt, okay, diese sozialistische Ablehnung des Wirtschaftens, ist das überhaupt was Sinnvolles? Muss man sich da nicht eher reinstürzen? Irgendwie, ich komme sonst nicht weiter. Und da möchte ich Ihnen zwei Vorbilder vorstellen, denen ich in den letzten Jahren begegnet bin. Das erste ist Patrick Bet-David, zu dem kommen wir später auch noch. Und das zweite ist Dan Lok und das dritte ist die Wissenschaft des Reichwerdens, über das Buch spreche ich auch gleich noch, die mich da extrem geprägt haben und mein Denken in diese Richtung weiter eröffnet haben. Bevor wir das machen, aber zurück zu den Industrien, zu der parasitären Industrie, Beispiele der bösen Industrien. Ja, und da haben wir hier die Medien, die ständig schreiben über die bösen, bösen Rechten und die sind ja immer nur so voll von Hass. Ja, also da ist ja nur Hass und Hass der neuen Rechten, Hass der Verschwörungstheoretiker, Hass der Hassprediger. Diese ganzen Begriffe wurden damals verwendet und waren damals im Gespräch. Jetzt wäre meine Frage an Sie. Glauben Sie, Hand hoch, wer das glaubt, wer glaubt, dass man mit Hass Geld verdienen kann? Ja, auch wieder sehr viele, die das so sehen und ich kann Ihnen das sogar beweisen. Lesen wir mal einen kleinen Absatz aus einem Artikel. Eine Nation, die mit ewig schlechter Laune auffällt. Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von seiner schönsten Seite. Eine Nation, deren größter Beitrag zur Zivilisationsgeschichte der Menschheit darin besteht, dem absolut Bösen Namen und Gesicht zu verleihen und, wie Wolfgang Port einmal schrieb, den Krieg zum Sachwalter und Vollstrecker der Menschlichkeit gemacht zu haben. Eine Nation, die seit jeher mit grenzenlosem Selbstmitleid, penetranter Besserwisserei und ewiger schlechter Laune auffällt. Eine Nation, die Dutzende Ausdrücke für das Wort Meckern kennt, für alles Erotische, aber anderer Leute Wörter borgen muss, weil die eigene Sprache nur verklemmtes, grobes und klinisches Vokabular zu bieten hat. Diese freudenlose Nation kann also gerne dahinscheiden. So, und von wem wurde das geschrieben? Natürlich vom Überpatrioten, wie ihn Sigmar Gabriel damals genannt hat, Deniz Yücel, der dann auch in der Türkei im Knast saß, weil man selbst dort seine Tiraden nicht ertragen hat, der hat das geschrieben. Schauen wir uns was Aktuelleres an. Der Artikel war schon ein bisschen älter. Umvolkung. Die große Angst vor der Zersetzung. Die größte Angst der Deutschen aber ist die Zersetzung aus dem Inneren heraus. Umvölkern wabert es aus Tausenden von Mäulern.
Das aufrechte deutsche Volk wittert die Verschwörung der feindlichen Nachbarn, die auf perfideste Art das auf blond gedrillte Deutschland-Idyll zersetzt, denn allzu löchrig scheinen ihnen die Zäune um die angeblich so gebärfreudige aus fremdländische Frau. Woher nehmen diese Menschen so viel Zuversicht? Ich sehe weit und breit nichts davon, alles so deutsch wie eh und je. Da sehne ich mich doch nach der Umvolkung. Wenn die stinkenden Gedankenblähungen der neuen Rechten nun wieder das deutsche Volk sein sollen, wäre es tatsächlich das Beste, es einfach auszutauschen. Achtung, Deutsche, angetreten zur umfassenden Umvolkung. Schwarze, braune, gelbe, weiße, Asiaten und Araber, Afrikaner, ihr Menschen aus Amerika, aus Indien, Menschen allen Glaubens, kommt uns zu Hilfe, strömt herbei und umfolgt uns aber gründlich. Wer hat das geschrieben? Veit Lindner, kürzlich erst am 9.7.2018 umfolgt, und zwar, ob das deutsche Volk abgeschafft werden sollte, in der Huffington Post. Ja, da bleibt einem eigentlich das Lachen fast im Halse stecken. Zum Glück war das gar nicht als Satire ausgeschrieben, sondern war tatsächlich ernst gemeint. Nächste Frage. Wir sehen hier also, man kann mit Hass tatsächlich Geld verdienen, denn diese Menschen schreiben ja oder haben zumindest geschrieben für ihre Zeitungen, haben dafür auch noch Geld bekommen. Und das nicht zu knapp. Wer glaubt, dass man mit Betrug Geld verdienen kann? Ja, ziemlich viele zynische Menschen ja auch im Publikum, was diese Dinge zumindest betrifft, geht mir manchmal leider auch so. Und das haben wir hier, Sozialbetrug durch kriminelle Banden. Kommunalpolitiker warnen vor einer neuen Masche des Sozialbetrugs. Kriminelle Banden holen demnach Osteuropäer nach Deutschland, über die dann Sozialleistungen kassiert werden. So, und letzte Frage, wer glaubt, dass man mit Petzertum Geld verdienen kann? Also mittlerweile ist die Regel fast schon klar. Natürlich kann man mit Petzertum Geld verdienen, zum Beispiel die Abmahnindustrie. Also das sind Anwälte zum Beispiel, wie dieses Beispiel hier zeigt, die sogar dabei gegen EU-Recht verstoßen. Wir erinnern uns an die, wer es nicht bekommen hat, die Pornoseiten-Abmahnwelle von RedTube, wo Leute mit irgendeinem Programm aus dem Internet herausgefiltert wurden und gesagt wurde, aha, ihr habt irgendwie eure IP-Adresse, habe ich da rausgefunden. Dann wurde dem Gericht natürlich versichert, dass das Programm richtig arbeitet. Und dann wurden damit diese Leute auf Tausende von Euro abgemahnt. Na, das ist zum Beispiel, wie man mit Petzertum Geld verdienen kann. In der Spieleindustrie genauso. Da werden Müllspiele aufgekauft, das Recht dazu, dann die in Netzwerke reingestellt, wo man sich die runterladen kann, und dann ist es so, du hast es runtergeladen oder es lag mal ein Teil bei dir, File-Sharing, Stichwort File-Sharing, und schon kassierst du dafür. Wir haben gerade auch von Pharma gehört, Pharmaindustrie natürlich genauso. Es gibt gute Medikamente, wir wissen das ja auch alle, die wirklich helfen, aber natürlich auch andere Teile der Pharmaindustrie, die nur am Leid der Menschen parasitär profitieren. Das ist das Entscheidende, was ich hier übermitteln will, und das ist ein harter Brocken, finde ich, am Leid anderer Menschen zu verdienen und gleichzeitig die hart arbeitenden Deutschen und überhaupt die Völker, die einfach nur Frieden wollen, in Freundschaft miteinander leben wollen, abzuzocken. Also ich finde das eine Schweinerei. So, jetzt kommen wir mal zu meinen Vorbildern. Und Vorbilder im Sinne, ich habe sehr viele Vorbilder. Es gibt sehr viele tolle Leute, auch aus der Wahrheitsszene, aus der Freiheitsszene, aus den Freiheitsbewegten, Wahrheitsbewegten. Das sind jetzt wirtschaftliche Vorbilder. Und warum muss ich nach wirtschaftlichen Vorbildern über den großen Teich suchen? Also der eine ist Kanadier, der andere, er ist Amerikaner, ursprünglich Iraner übrigens. Warum muss ich danach suchen? Weil es in Deutschland, so ist meine Erfahrung, sowas von verpönt ist, positiv über Wirtschaft zu reden. Weil dort, wenn man positiv darüber redet, dann wird meistens gleich dieses Parasitäre dort mit ins Boot genommen. Wirtschaft ist irgendwie, ja, irgendwie anderen Leuten irgendwas abknapsen, wegnehmen, rauben. Das war zumindest das, was mir vermittelt wurde. Unternehmerfamilien, da ist das ganz anders. Aber so wie ich es im öffentlichen Schulsystem mitbekommen habe, genau dieses Ding. Ja, und da haben wir hier Patrick Bet-David, also iranischer Flüchtling, 1990er. Mit seiner Familie dort geflohen, da war er noch klein, übrigens in ein deutsches Flüchtlingscamp und redet deswegen auch sehr gut über Deutschland, also viel besser, als man in Deutschland über Deutschland redet. So ein Unternehmer aus den USA, begann auch bei Null, ist jetzt in der Versicherungsbranche, eigenes Unternehmen, 100 Millionen Dollar und hat seinen Kanal eben Valuetainment genannt. Also das heißt, er will Wert bringen bei der Unterhaltung, er will das Unternehmerische fördern. Und da sehen wir es hier unten leider nicht auf der Folie, ach doch, dort sehen wir es, ich sehe es hier noch nicht. Also sein Ziel ist es, alle Probleme der Welt dass die alle zukünftig von Unternehmern gelöst werden können. So ist zumindest seine Idee. Und das war für mich, egal ob das jetzt hundertprozentig stimmt oder nicht, so eine Idee, wo ich gedacht habe, hä,
Also die Libertären sind ja da schon eher als ich, ne? Aber ich dachte so, alles von Unternehmern, soll das ohne Staat gehen? Wie soll das denn funktionieren? Ne? Der Staat ist doch immer als das, ja, da sehen Sie und seht ihr auch meine Prägung, als das Gute und das, als das Orientierende und als Richtige. Auch wenn der Kopf schon ein bisschen weiter ist, aber man hat immer noch solche Bauchgefühle und da hängt der Kopf manchmal hinterher, manchmal hängt der Bauch und das Herz hinterher. Das sind so Entwicklungsprozesse, die da nötig sind. Dann haben wir hier Dan Locke, das ist ein kanadisch-chinesischer Unternehmer, begann auch bei Null. Ticketverkäufe ist jetzt sein Ding und Influencer und er sagt, dass Unternehmertum fordert geistige Arbeit, Disziplin und echte Wertschöpfung. Und da kommen wir jetzt zu diesem Buch hier. Das habe ich Ihnen auch mitgebracht. Also dafür werbe ich nicht, das kostet 5 Euro. Das können Sie, da verdient keiner was dran. Aber der Wert, der drin ist, ist extrem hoch. Und ich möchte Ihnen da ein paar Sachen vorlesen und erklären, was ich daraus gelernt habe. Weil für mich war das so wirklich so ein Aha-Moment, wo ich eben für mich diese zwei Wirtschaftsbegriffe so unterteilt habe. Und da haben wir den ersten Paragraph oder das erste Kapitel, das Recht, reich zu sein. Und da geht es nicht unbedingt um finanziellen Reichtum und darum, Geld zu haben, sondern es geht vor allen Dingen darum, um den allgemeinen Reichtum, ein reiches Leben zu führen. Und nicht nur Reichtum der Seele oder Reichtum des Körpers oder Reichtum des Geistes, sondern Reichtum in allen Bereichen, die wichtig sind für uns. Ja, dass man sich nicht nur auf das eine konzentriert und das andere auf der Strecke bleibt, man selber auf der Strecke bleibt, sondern dass man auf allen Ebenen dahin kommt. Und dass wir als Menschen das Recht dazu haben. Dann sagt er, es gibt eine Wissenschaft dazu, reich zu werden. Und da dachte ich, das ist ja jetzt interessant. Das will er mir jetzt erzählen, dass er hier eine Idee hat, wie man tatsächlich reich werden kann. Und wie gesagt, jetzt ist es kein Schema, wo jetzt irgendjemand versucht, Geld zu verkaufen oder für Geld irgendwas zu verkaufen. Also es geht darum, reich zu werden in jeglicher Hinsicht. Reichtum als etwas rein Positives zu begreifen, als Wachstum. Und er sagt, es gibt eine Wissenschaft, wie das möglich sein kann. Dann die Frage, gibt es ein Monopol auf Chancen? Das hat mich natürlich noch mal mehr schockiert in der positiven Weise. Weil ich natürlich, was viel auch in der gegenbewegten Szene sozusagen eine Krankheit fast geworden ist, die Resignation. Einige Leute, hier spüre ich genau das Gegenteil, aber viel auch im Internet oder vereinzelte Menschen, die dann so das Gefühl haben, ich komme irgendwie nicht weiter, das hat ja alles eh keinen Sinn und die anderen haben ja alles schon so abgesichert, wir können gar nichts machen. Und da sagt er eben hier, nein, das gibt es nicht. Und dafür hat es nämlich einen ganz besonderen Grund. Das ist das nächste Kapitel, der erste Grundsatz der Wissenschaft des Reichwerdens. Und der erste Grundsatz, und jetzt kommen wir hier auf eine Ebene, die das Spirituelle sozusagen mit dem materiellen sucht zu verbinden. Religionen machen das, oder viele, viele Religionen, Glaubensgemeinschaften machen das auch gut. Für mich war das jemand, der wirklich aus einer atheistischen Familie kommt, ein sehr guter Einstieg, auch wieder dieses Spirituelle, was ja auch schon immer da war, zuzulassen und dort mit reinzuholen. Er sagt nämlich, der erste Grundsatz, und er holt ja seine Ideen auch von Jesus Christus, aber auch von Hegel, von Leibniz insbesondere, den er dafür mitgenommen hat. Und natürlich immer auch Figuren, wo in beide Richtungen man das interpretieren kann, auch gerade Hegel. Aber eben in seiner Philosophie, wie er es ausdrückt, ihn gelehrt haben, dass es eine, so wie er das beschreibt, als Konzept, eine Substanz gibt. Man kann es Gott nennen, man kann es ein Netz nennen oder man kann es einfach eine Ebene, eine stoffliche Ebene nennen, wo man auf dieser Ebene mit Gedanken Dinge formen kann. Und die Dinge, die dort geformt werden, können in Hülle und Fülle bei uns entstehen. Das heißt nicht, dass man jetzt hier irgendwie zaubert und es entsteht sofort, wobei wir natürlich auch spannende Phänomene bei Heiko Schrang heute gesehen haben, oder nee, auch bei dem Vortrag von Info gegangen, so rum war es, genau. Sondern, dass diese Sachen, diese Ideen wirklich vorher geformt werden müssen. Dass man sich klar sein muss, was man wirklich will. Und dafür ist es natürlich auch wichtig zu sagen, die einen formen für uns Visionen, wie sie die Zukunft haben wollen. Sie sagen natürlich, das ist unvermeidlich. Hier, das, was wir hier sagen, leider passiert das so. Man kann definitiv nichts dagegen tun, kommt in unsere Richtung. Und wenn man aber die Anstrengung aufnimmt und sagt, ich forme eine eigene Idee, dann sagt er, sind die Möglichkeiten praktisch unbegrenzt, sagt Wallace D. Wattles. Ja, dann haben wir noch Leben erweitern als fünften Punkt. Das heißt, es muss immer darum gehen, zu wachsen, das Leben zu vergrößern. Nicht nur das eine, sondern alles, was lebt, vergrößern zu können, dem eine Chance zu geben. Also immer für mehr Leben, nach mehr Leben zu streben.
Dann, wie die Reichtümer zu ihnen gelangen, da ist die Aussage, dass man anderen Menschen mehr geben muss, als man zurückbekommt. Heißt in dem Sinne, was nützlicher für sie ist, als das, was sie einem zurückgeben. Das heißt nicht, dass man mehr reinbuttern muss und dann weniger zurückbekommt, sondern dass es für beide nützlich ist. Da ist schon dieses Symbiotische drin. Das habe ich daraus gelernt, das habe ich daraus mitgezogen. Dann haben wir, wie man die Willenskraft nutzt. Das hat dann auch damit zu tun, dass wir sind erstmal bei Dankbarkeit. Dankbarkeit zu empfinden. Also Dankbarkeit ist quasi schon die Vorschussbezahlung für das, was wir empfangen werden. So ist die Idee dahinter. Und Sie merken auch, dass es sehr stark auch da religiöse Parallelitäten gibt, weil es ist einfach Philosophie, die dort auch mit hier festgehalten ist. Die richtige Art zu handeln, natürlich genau jetzt zu handeln. Nicht irgendwann später, nicht sagen, ach ja, das kann man morgen auch noch genauso machen. Manche Chancen bedürfen nur einer kleinen Handlung, aber die Handlung muss jetzt passieren. Und die Handlung muss in dem Moment passieren, wo sie sich auftut. Da kann ich nicht sagen, ich entscheide mich hin und her. Mein Bauch sagt eigentlich ja, aber mein Kopf sagt, ich habe so viel Angst. Man muss sich dann in dem Moment entscheiden und dann geht es halt schneller. Dann geht es besser, dann funktioniert es besser. So ist die Idee dahinter. Und hier haben wir noch Wachstum übermitteln. Das ist noch für mich ein sehr wichtiger Punkt in diesem Buch auch. Denn es reicht nicht nur, dass wir selber wachsen, sondern es geht darum, dass wir den Gedanken des Wachstums mit uns mittragen und auch allen anderen mit übersenden und mitgeben. Jeder soll wachsen. Wir wollen wachsen. Wir wollen gemeinsam wachsen. Das ist ja auch in diesem Gedanken der Einheit, was ich heute so häufig gehört habe, was ich da auch mit spüre und in den Liedern, was da auch mit rauskommt. Natürlich will man mit denen, wo es irgend geht, zusammen und gemeinsam wachsen und zusammen und gemeinsam etwas aufbauen. Darum geht es ja, das zu machen, wenn es irgendwie möglich ist. Und dafür versuche ich ja auch eben die Unterscheidung zu bringen, dass wir das auch schaffen. So. Kommen wir zur nächsten Folie. Also für mich hat das eben auch den Widerspruch und die Angst aufgelöst, weil ich dachte immer, wenn ich jetzt irgendwas erreichen will, dann muss ich etwas Böses dafür tun, ich muss wirtschaften, ich muss so ein böser Arsch werden, der alle anderen aussaugt. Und habe dann eben gemerkt, nein, wirtschaften, aber auch Geld verdienen ist nicht unbedingt böse. Na klar, kann man darüber reden, ob Geld jetzt ein probates Mittel ist und ob man noch anderes finden kann. Es geht nur darum, dass es eine jetzige Form von, sag mal, Energie oder Versprechung ist, womit man etwas anfangen kann. Und es kommt darauf an, ob man es in einem guten oder in einem bösen Geist verwendet. Und das ist ja das, was uns immer auch erzählt oder was mir erzählt wurde auch von den lieben Sozialisten. Geld ist immer böse per se oder auch überhaupt irgendetwas, wo man andere Menschen mit dazu bringen kann oder wo sie ein Versprechen geben. Das ist immer böse und natürlich ist es sehr clever, weil wenn Geld böse ist, dann will ich Geld natürlich nicht anfassen. Das heißt, es ist mehr Geld da für diejenigen, die das Geld für sich behalten wollen. Ja. So, dann wirtschaften mit oder ohne Geld ist eigentlich egal, es ist das Streben nach der Realisierung von Träumen und Zielen. Und wer dabei einen Mehrwert für andere schafft, der verhilft der Welt zu Wachstum und Heilung. So ist die Idee dahinter und das war für mich eine sehr krasse Sache, eine Sache, die ich erstmal verarbeiten musste und die mich aber eben dazu gebracht hat, diese Unterscheidung nochmal ganz deutlich herauszuarbeiten. Ja, jetzt kommen wir wieder zu den zwei Wirtschaften. Wenn wir in den Mainstream-Medien lesen wir immer nur von Impulsgeber für die Wirtschaft. Wirtschaft wächst schneller als die der Eurozone. Warum der Lira-Verfall der deutschen Wirtschaft schaden kann. Unter dem Stichpunkt, wer versteht noch genau, was hier mit Wirtschaft gemeint ist? Ja, ein paar Hände gibt es aber nicht so viele. Also ich finde das nämlich auch sehr verwirrend und da haben wir hier nochmal die Unterscheidung. Wirtschaft der Wertschöpfer, Wirtschaft der Räuber. Wir haben diese ganzen Beispiele, Gründerwirtschaft, Plünderwirtschaft. Für mich gibt es nämlich diesen deutlichen Unterschied und da muss man unterscheiden. Was der einen Wirtschaft nützt, und das haben wir ja vorhin gesehen, nützt der anderen Wirtschaft nicht, manchmal sogar genau im Gegenteil. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich ein Geschäft aufbaue und Anwälte sagen, ich möchte zum Beispiel, weil der sein Impressum nicht richtig ausgeführt hat, ja, wem schade ich damit? Niemanden. Weil er sein Impressum nicht richtig ausgefüllt hat, verklage ich diesen kleinen Handwerker jetzt für 10.000 Euro. Ja, und am Ende kriege ich 5.000 Euro raus. Ja, gut, habe ich auch noch ein gutes Geschäft gemacht. Einen Schriftsatz gesendet, zack. Der hat echten Wert geschaffen, symbiotischen Wert geschaffen für die Leute, für die er seine Leistungen gebracht hat. Dann hat er einen Fehler auf der Website gemacht und dann kommt ein parasitär Handelnder daher und sagt, ich nehme mir das jetzt mal hier, ich kassiere das jetzt mal ein. Ja, deine Arbeit, für die du hunderte Stunden vielleicht investiert hast, das nehme ich jetzt mal mit. Ne? Das ist das, was in meinen Kopf erstmal für Ewigkeiten nicht reinging und was ich auch so unglaublich finde. Und
Hier haben wir die zwei Wirtschaften nochmal unterschieden. Wir haben die symbiotische Gründerwirtschaft, die schafft einen Mehrwert, wie ich gerade auch gesagt habe, am Beispiel des Handwerkers. Er tut, er macht was, er installiert Dinge, er repariert Dinge, die Menschen sind dankbar und er schadet auch keinem. Und das Einzige, wo ich sagen würde, hier behindert er zumindest einen, ist, wenn wir zum Beispiel sowas haben wie die Polizei. Denn die Polizei hindert ja zum Beispiel Verbrecher daran, ein Verbrechen zu begehen. Das heißt, sie schreitet eigentlich ein in das Geschäftsmodell der Verbrecher. Ja, sie schreitet dort ein, aber der Verbrecher wollte ja etwas Raubendes, etwas Parasitäres begehen. Daher verhindert die Polizei das und daher zähle ich das auch zur symbiotischen Wirtschaft, weil er jemandem geholfen hat und jemanden nur daran gehindert hat, jemand anders zu schaden. Da sehen wir auch wieder sehr stark Nicht-Aggressionsprinzip drin. Dann haben wir die parasitäre Plünderwirtschaft. Diese wiederum schafft keinen Wert, sondern sie raubt anderen Werte, die von Gründern bereits geschaffen wurden, wie ich gerade im Beispiel auch erläutert habe. Sie schadet dem Beraubten, sie schadet möglicherweise auch Dritten und ihr ist das manchmal scheißegal. So, jetzt kommt aber das Wichtige. Und da machen viele Leute, glaube ich, den Fehler. Beide Wirtschaftsformen kommen in allen Umsatzmargen vor, ist meine These. Das heißt, bloß weil jemand wenig verdient, heißt es noch nicht, dass er ein gutes Geschäft oder ein guter Mensch ist oder ein symbiotisches Geschäft betreibt. Und bloß weil jemand viel Geld verdient, heißt das nicht gleichzeitig, dass er ein Arschloch ist und dass er alle anderen Menschen ausbeuten möchte. Es kann es häufig, und häufig ist der Zusammenhang in unserem System definitiv gegeben, aber das muss es nicht unbedingt bedeuten. Beide Formen können auch im gleichen Unternehmen vorkommen. Beide Formen können auch im gleichen Staat vorkommen zum Beispiel. Na, wo die einen Leute auf dem Amt einem wirklich helfen wollen zum Beispiel und einen wirklichen Mehrwert geschaffen haben, weil jemand, was weiß ich, so ein klappriges Baumhaus bauen wollte, was dann vielleicht aufs Auto von dem anderen draufgefallen wäre, da hat dann vielleicht mal das Bauamt wirklich geholfen. Ja? Aber an der anderen Stelle dann wieder, wenn die Menschen mit den Steuern abkassiert werden, dann ist die Frage, wem wird da wirklich geholfen? Zumal, wenn die Steuern, wie zum Beispiel die Autosteuern in Deutschland, überhaupt nicht mehr für den Straßenbau und für die Infrastruktur verwendet werden, sondern irgendwie in so einen allgemeinen Sozialtopf fließen, wo auch immer das hin verschwendet. Keiner weiß es mehr. Es ist auch den Politikern zumindest egal. So, und die Unterschiede. Die symbiotische Wirtschaft schafft neue Werte. Die parasitäre Wirtschaft stiehlt die Werte, die von der symbiotischen Wirtschaft erzeugt wurden. Die symbiotische Wirtschaft sorgt für Fortschritt, für Ruhe und für Reichtum. Für Ruhe sage ich deswegen, die ein oder anderen erinnern sich vielleicht noch an Buckminster Fuller, der gesagt hat, wir hätten schon längst, ich glaube es war eine 25-Stunden-Woche oder so, haben müssen und die ist ja nie gekommen. Die Menschen arbeiten häufig mehr denn je. Warum ist es denn gekommen bei so viel Fortschritt? Hier liegt die Antwort drin, meiner Meinung nach. Weil das Parasitensystem immer weiter gewachsen ist. Es existiert halt parallel. Und das müssen gar nicht viele sein. Es reicht nur, wenn diejenigen, die halt so wirken, nur aggressiv genug sind und dreist genug sind, sich einfach alles zu nehmen und alles einzukassieren. Und ich glaube genau, das haben wir auch. Und die symbiotische, danke. Und die parasitäre Wirtschaft wieder führt zu Rückschritt, zu Hektik, zu Armut. Und die symbiotische Wirtschaft, das ist wieder das Gute daran, und das sehen wir auch hier, kann offen und ehrlich sein. Also ich habe hier bei keinem Referenten, bei keinem, der hier gesprochen hat, irgendwie das Gefühl gehabt, dass er jetzt ein großes Geheimnis vor uns irgendwie zurückhalten muss. Ah ja, das kann ich denen nicht erzählen, Entschuldigung, das kann ich denen nicht erzählen, weil dann würden die das oder das über mich denken. Hier ist sehr viel Offenheit da. Und das kann man machen, wenn man echte Werte schafft. Ich meine, wenn man mal überlegt, gerade diese Veranstaltung hier, wie viel ehrenamtliche Arbeit hier reingeflossen ist, wie großartig das ist auch mit dem Programm hier, ich habe es vorhin schon gesagt, was da entstanden ist. Da kann man ehrlich und offen mit sein, da kann man sagen, guckt euch das an, wie klasse das ist und da kann man das auch einfach weiterempfehlen, guten Gewissens, weil es sich jeder offen anschauen kann. Ja? Ja, und die parasitäre Wirtschaft im Gegenteil natürlich muss verschleiern, muss lügen, ist klar, weil ich kann ja nicht erzählen, wenn ich dir hinten was aus der Tasche rausziehe, kann ich dir das natürlich nicht erzählen, dass eigentlich das die ganze Zeit mein Plan war, denn ich weiß nicht, ob man dann so toll drauf reagieren würde. So, und damit kommen wir wieder zurück zu den freien Medien und zu Alex Jones, der. Und wieder nur ein Beispiel, das ist jetzt keine Unterstützung von Alex Jones, sondern das ist nur ein Beispiel dafür, was sie mit ihm gemacht haben. Sie haben nur Facebook, iTunes, YouTube, Spotify, Millionen von Abonnenten
gekostet. Wir haben hier den Aktivisten und mittlerweile auch Journalisten Tommy Robinson. Viele haben vielleicht davon gehört, in England. Kann man auch wieder sagen, ja, er ist manchmal sehr aggressiv gegen den Islam vorgegangen, auch so, dass es vielleicht mehr Unruhen als vielleicht nötig wären, geführt hat. Auf der anderen Seite, als Vater selber, hatte er natürlich auch einen Wunsch darüber zu sprechen, über diese Vergewaltigungsgangs von Kindervergewaltigungsringe von Pakistanern, von muslimischen Pakistanern in England. Ja, er musste darüber sprechen, weil ihm sein Herz das gesagt hat. Und natürlich, er ist vielleicht auch keiner, der dann immer die allerbesten, einfachsten Worte findet, weil er aus dem Arbeitermilieu auch kommt und vielleicht nicht so eine geschliffene Rede hat. Ja? Aber trotzdem kommt das, man merkt, das kommt das aus dem Herzen. Und jetzt haben sie ihn fertig gemacht, haben ihn in den Knast gesteckt für 2 Wochen in ein muslimisches, also fast hauptsächlich muslimisches Gefängnis, haben ihm dem Spott, den Exkrementen, dem Speichel dieser Leute ausgesetzt, also durch Fenster zum Beispiel, er war in Einzelhaft, er war völlig abgemagert danach. Jetzt ist er raus, das Gericht hat gesagt, das war völlig lächerlich und jetzt versuchen sie ihn schon wieder reinzubuchten. Also das ist, was da passiert und wozu diese Leute halt wirklich auch fähig sind. Dann haben wir hier Mark Dice. Mark Dice, auch wieder ein YouTuber, der, und das sagt er auch mal selber, witzigerweise, also für mich eine absolute Inspiration ist, weil aus seiner Küche heraus, ja, hat der ein Publikum aufgebaut von 1,3 Millionen, glaube ich gerade, Zuschauern, alleine editiert die Sachen an seinem Laptop, macht das halt auch gut, hat auch etliche Bücher auch geschrieben und der wird genauso wegzensiert. Ja, da war auch der Einbruch von 500.000, 600.000 Abonnenten bei jedem Video, dann plötzlich auf einmal, zack, 100.000, 200.000, 300 vielleicht noch. Aber auf einmal, ja, konstant hohes Niveau, zack, konstant niedriges Niveau. Das ist ein bisschen zu komisch, dass es halt Zufall wäre. Und da ist meine Frage, warum ist die staatliche und semi-staatliche Zensur so massiv geworden? Semi-staatlich sage ich deswegen, weil zum Beispiel YouTube, Facebook mit massiver Steuerunterstützung in den USA in Millionenhöhe, zum Beispiel als sie ihre Serverfarmen aufgebaut haben, finanziert wurden, also von Steuergeldern unterstützt wurden, sagen wir so zum Beispiel. Und weil sie massiv auch mit den Agenturen, natürlich NSA, wissen wir zum Beispiel von Edward Snowden und anderen CIA natürlich, zusammenhängen, das heißt, da gibt es eigene Interfaces, eigene Zugänge. Warum ist das so stark geworden? Warum werden Journalisten ins Gefängnis geworfen? Warum werden alternative Meinungen redaktionell unterdrückt? Und warum werden Bürger aus dem Beruf entlassen, im Internet gesperrt und gelöscht, verklagt, angefeindet und schlimmstenfalls inhaftiert? Ja, das ist die Frage und wir gucken uns mal das Tierreich an. Diese 2 folgenden Parasiten habe ich in der Wissenschaftszeitung meines Bruders, ich glaube, es war Max-Planck-Zeitung oder sowas, Max-Planck-Zeitschrift, kennengelernt. Hatte auch schon, ich glaube, es auch schon Vorträge in der Wahrheitsbewegung, gerade über Toxoplasma gondii. Was ist das? Achso, das habe ich nur hier stehen. Das ist ein Parasit, der zur Katze und zu katzenähnlichen Wesen letztlich möchte, um dort halt sein Endstadium zu erreichen. Ist so halbmondförmig, deswegen auch der Name Toxoplasma und gondii. Also Toxo, glaube ich, der Halbmond und Plasma, so das Form. Gondii, weil er eben diese Art zuerst infiziert hat oder dort zuerst gefunden wurde. Und interessant an diesem Parasiten ist, dass er Mäuse dazu bringt, dass sie Katzenurin nicht mehr abstoßend finden. Im Gegenteil, der Parasit bringt seinen Wirt dazu, dass die Mäuse sagen, oh, Katzenurin, das riecht ja ganz gut. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist für Mäuse, wenn sie Katzenurin gut finden. Glaube ich jetzt nicht so, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Parasiten tatsächlich, und das ist vielen, haben viele nicht auf dem Schirm, den Wirt beeinflussen können. Wie Parasiten den Wirt beeinflussen können. Und dieser Parasit kommt zum Beispiel auch im Menschen vor. Man geht davon aus, dass, habe ich gelesen, dass 50% der Menschen damit infiziert sind. 50%, wenn man älter wird, ist die Gefahr sogar noch höher, dass man mit dem infiziert wird. Und weil er eben bei uns eigentlich in der Endstation ist, er will ja gefressen werden, er will, dass das Wirtstier gefressen wird, damit er an seine Endstufe kommen kann. Die Parasiten durchlaufen ja Larvenstadium und dann andere Stadien, letztlich, um sich dann wieder fortpflanzen zu können. Will gefressen werden eigentlich, das ist dann natürlich, im Menschen kann er das nicht. Aber, und das haben wir auch festgestellt, die infizierten Menschen, ja, dürfen Sie mal raten, sind die auch für Katzenurin
empfänglicher, also zumindest finden Sie ihn nicht mehr so abstoßend? Die Antwort ist ja. Also man hat es gefunden bei denjenigen, dass es zumindest kleine Effekte gibt, wo man das messen kann und dass es mit Blindstudie, dass es einen Unterschied macht. Jetzt haben wir diesen Zeitgenossen, den ich vorher, also den Namen ist schwer auszusprechen, aber ich sage mal Schistocephalus solidus, also auch ein Wurm. Und hier auf der linken Seite, das ist sehr interessant, da sehen wir diesen verschiedenen Larven, die alle aus diesem Stichling da oben kamen. Stichlinge wären natürlich viel größer, aber Stichlinge, in denen sich diese Larven drinnen entwickeln, die wären natürlich nicht so groß. Ne? Und da kann es sogar sein, wie auch in diesem Falle hier, dass der Parasit letztlich größer oder schwerer ist, ein größeres Gesamtgewicht hat als der Wirt. Also ich zeige das nicht, ich hoffe, dass ich hier den einen oder anderen nicht damit ekle. Es geht nur darum, wirklich zu zeigen, dass es das wirklich gibt. Also ich sage mit meiner eigenen Naivität, aus der ich gekommen bin, es kann doch nicht sein, aber im Tierreich gibt es ja solche krassen Beispiele, wo der Parasit letztlich mehr wiegt als der Wirt am Ende. Der Wirt, der alles erzeugt, und der Parasit setzt sich da rein und wächst und manipuliert den Wirt noch eben nebenbei und sagt, hier, gib mir und ich lenke dich dahin und am Ende wirst du gefressen und begehst noch Selbstmord. Das ist übrigens bei diesen Fischen auch der Fall. Also da kann der Parasit dann irgendwann sagen, okay, ich bin jetzt reif, such dir mal irgendeinen größeren Raubfisch, am besten einen, der halt, wo ich mich weiterentwickeln kann und lass dich von ihm fressen. Dann macht er das. Also dieser Parasit kann seinen Wirt dazu lenken, Selbstmord zu begehen. So krass kann dieses Prinzip wirken. Das gibt es halt im Tierreich. So, wir halten fest, also Parasiten können den Wirt täuschen. Der Parasit will natürlich nicht, und das ist das Entscheidende, will natürlich nicht als Parasit erkannt werden. Also müssen wir mal schauen, diejenigen Institutionen, Unternehmen, Staatszweige, die am lautesten danach schreien, wir sind so wichtig, ohne uns könnt ihr nicht. Wir sind das Allerwichtigste, ohne uns fällt alles zusammen. Ja? Bei denjenigen können wir uns mal fragen, sind das nicht diejenigen, ohne die es gerade am meisten geht? Das ist die Frage. So, natürlich, der Parasit beeinflusst den Willen des Wirtes. Und wir sehen gleich auch, wie sich das wieder auf die spieltheoretische und auf die menschliche Ebene, also auf die gesellschaftliche Ebene, überträgt. Und der Parasit kann natürlich unter Umständen den infizierten Wirt zum Selbstmord zwingen, um sein Ziel zu erreichen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir uns Menschen anschauen, die sagen, kommt nur alle her und Deutschland verrecke, ja, ob diese Menschen nicht genau unter sowas leiden. Also ich sage jetzt nicht, ich will jetzt nicht jeden pathologisieren, ja, aber ich will sagen, wenn man das eigene so sehr hasst, muss es dann nicht zwangsläufig irgendjemanden geben, der davon profitiert? Das ist meine Frage. So, und jetzt kommen wir zu dem Hass im Internet. Bloß um das mal klarzumachen wieder, es gibt den einen, es gibt den anderen, aber es gibt viel Hass im Internet, das muss man zugeben. Und ich will auch ehrlicherweise sagen, es gibt nicht nur Hass von links. Also natürlich, links würde immer nur sagen, es gibt Hass von rechts und rechts würde dann sagen, nee, es gibt nur Hass von links, es gibt das auf beiden Seiten. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, meiner Meinung nach ist das auch nicht wirklich die echte Unterscheidung, die wir hier machen müssen. Es ist nicht links oder rechts, sondern meiner Meinung nach ist es tatsächlich Parasiten und Symbionten. Und wenn wir uns überlegen, die Ideale, die viele Linke in den 80er Jahren noch aufgestellt haben und gefordert haben, wenn sie die einhalten würden, dann wäre ich doch bei 80% mindestens mit dabei. Dann würden wir sofort zusammenkommen. Na? Aber das ist halt häufig nicht der Fall. Und das ist halt ein großes Problem. Und jetzt haben wir hier diese Hassfrage. Und es geht halt darum, warum ist das so verbreitet? Also ich habe hier linker Hass, religiöser motivierter Hass, rechter Hass, Veganer, Fleischessender, Impfbefürworter und Impfgegner. Also da streiten sich viele Gruppen. Und jetzt wäre auch mal wieder meine Frage an Sie, weil mich das sehr interessiert. Haben Sie in Ihrem Umfeld und im Internet Hass von Gruppen erlebt, von denen Sie ursprünglich nicht gedacht hätten, dass diese Gruppen Hass, also so einen Hass empfinden und auch verbreiten können? Wer hat diesen Effekt schon gehabt, dass er gesagt hat, ich hätte nicht gedacht, dass die so hasserfüllt da auch argumentieren können? Doch, auch ein paar Hände. Dankeschön. Sehr informativ. Und ich glaube, der Grund dafür ist eben
gerade, sagen wir hier zum Beispiel ein Beispiel, dass dieser Hass von den Systemmedien, von den Politikern uns so vorgespielt wird und so vorgelebt wird und so als Ideal, ja, das funktioniert doch, gezeigt wird, dass viele sich davon leider erstmal einfangen lassen. Und da haben wir vorhin wieder diesen Wandel in uns selbst. Das fand ich auch wieder ganz klasse, dieses Lied auch. Und den Frieden in sich selbst. Dass eben viele davon auch diese mediale Infektion, dass das auf verschiedenen Ebenen passiert. Dass man sozusagen so Hass infiziert wird. Dass man eben sagt, mit dieser Strategie, ah ja, wenn ich mit jemandem nicht gleich mit allem übereinstimme, dann muss ich den gleich hassen. So. Also das wurde den Leuten anerzogen und damit, das müssen wir beenden. Das ist meine ganz starke Meinung. Und ich glaube letztlich auch, und das ist wieder ein sehr positives Merkmal, also wir haben hier zum Beispiel vom Volkslehrer, wie gesagt, muss man auch nicht mit allen Sachen übereinstimmen, aber er wurde da auch sehr, sehr stark angegriffen. Und ich glaube, das ist die positive Botschaft daran, dass dieser Hass, dass er auch so stark vom System aus verbreitet wird, dass dieser Hass die letzte Strategie im Prinzip ist, eine der letzten Eskalationsstrategien der Parasiten oder der parasitären Wirtschaft, der parasitären Industrie, der parasitären Wirtschaft, um sich zu wehren. Sie können quasi gar nicht mehr anders, weil sie merken, wir haben die besseren Argumente, wir haben die besseren Angebote. Solche Veranstaltungen wie die hier, wir haben die Menschen, mit denen man sich viel besser und über viel mehr Themen unterhalten kann, ohne dass man sich verstecken muss und dass man sagen muss, ah ja, ich schneide mich hier ab, ich bin nicht wirklich so, wie ich bin, sondern ich bin nur so ein Ausschnitt, den du wirklich sehen willst, sondern die, wo man wirklich frei sein kann, man selbst sein kann. Das haben wir. Und das sind diese viel besseren Angebote. Und deswegen muss natürlich dann die Parasitenwirtschaft im letzten röchelnden Atemzug, die jetzt merken, oh scheiße, irgendwie gibt es hier gerade so ein Antiparasitengift oder irgendwie sowas, da kill ich lieber schnell den Wirt, vielleicht springt er mir ja noch in irgendeine andere nächste andere Stufe, sodass ich dort noch überleben kann. Das ist die Strategie, die ich hier sehe und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr positive Botschaft. Vielen Dank. Hier auch mal ein Beispiel, das war bloß mit der Kampagne, auf die ich ja schon hingewiesen habe, Freihoch 3, wo wir eben eine Medienplattform aufbauen und das Ganze auch als Kampagne aufziehen, weil wir glauben, Meinungsfreiheit und die Freiheit auch von Journalisten. Wir haben es zum Beispiel an Gerhard Wisniewski gesehen und an anderen, die aus dem System raus sind und dann natürlich weggeekelt versucht wurden, fertig zu machen, wie wir es jetzt sogar nach Nachtreten, wo sie schon längst raus waren, wie es jetzt Herr Gut ja wieder versucht hat, dass man das auf sichere Beine stellen muss. Ob uns das jetzt so gelingt, dafür arbeite ich jeden Tag. Aber auch hier sind wieder Leute aus der eigenen Szene, die dann sagen, naja gut, ich will es gar nicht vorlesen, aber auch wieder dann mit diesem Hass reagieren. Und das ist eben was, wo ich immer wieder versuche oder auch selber wieder sagen muss, deswegen vorhin wirklich dieses Lied so toll auch, eben diesen Frieden in sich selber halt zu holen, weil man dann sagen muss, okay, das ist dann wirklich so, das Parasitäre, dieses Denken, wenn man sich darauf fokussiert, dann sieht man nur noch überall das Schlechte. Das kenne ich persönlich. Und da muss man wirklich den Schritt zurückgehen, sagen, ich hole den Frieden wieder an mich zurück, ich konzentriere mich auf den Frieden, ich konzentriere mich auf die guten Sachen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die letzte AZK, wie toll das war, wenn ich nur das habe oder auch in die täglichen kleinen Momente. Bei mir ist es jeden Tag, wenn ich mit meiner Tochter zum Beispiel auch spiele, aber auch das hier, das wird für mich auch eine tolle Erinnerung sein. Daran dann zu denken und zu sehen, ach so, okay. Und da atmet man plötzlich durch, dann ist es wieder hier, dann geht das wieder auf. Ne? Und das ist so ein Effekt, den ich früher mir gar nicht hätte vorstellen können, weil ich das auch sehr fixiert hatte. Und das ist eben auch wieder ein Teil dieser, eine kleine psychologische Sache auf dieser Ebene, mit der aber das große ganze System funktioniert. Ne? So wird das Ganze konstruiert. Und das sind die Tricks dahinter. Hier auch ein Beispiel. Danke. Klatschen Sie ruhig mehr, weil dann kann ich immer zwischendurch was trinken. danke, danke. Haben wir hier noch ein Beispiel, bloß um das mal zu sagen. Antifa-Brandanschläge sind Terrorismus. Also wenn jemand mit politischen Zielen was erreichen will, politische Ziele mit Gewalt erreichen will, das ist Terrorismus, muss man so nennen. Und das ist eben auch wieder eine Strategie davon, will ich auch nochmal klar sagen, das ist Terrorismus.
So, und hier haben wir das beide nochmal gegenübergestellt, wie ich finde. Ich habe die Natur gewählt und auf der anderen Seite, sag mal, so eine verfallene Großstadt, wobei Städte auch schön sein können. Und da ist jetzt wirklich der Unterschied, erbaut man das Ganze im Geiste der Schönheit, erbaut man das Ganze im Geiste der Wachstum, erbaut man das Ganze, das hat man heute auch, im Geiste der Liebe, oder erbaut man das Ganze im Geiste, andere auszusaugen, im Geiste, ich mache hier einen Klotz hin, weil hier die Wohnlage sowieso knapp ist und der muss nur hässlich aussehen und da sein und dann kassiere ich meine Kohle und das war's. Ne? Und so kann eine Stadt wunderschön aussehen, sieht man hier in der Schweiz auch sehr, sehr häufig mit diesen wunderschönen alten Gebäuden. Und warum brauchen wir denn so einen Denkmalschutz? Warum sind die Leute denn viel auch dahinter, auch alte Gebäude, die, sag mal, nur ein bisschen schön sind, zu erhalten? Weil viele von den neuen Gebäuden einfach nur hässlich sind. Das ist der Grund. Das ist im Geiste der Schönheit und das ist das Entscheidende. Und deswegen habe ich hier die Natur genommen, weil die Natur kann im Prinzip fast nur schön sein. Und generell, wenn man sie auf sich wirken lässt. Und darum habe ich das hier verwendet. Und da kommen wir auch schon zu den Schlussgedanken letztlich. Also meine Frage, die ich Ihnen mitgeben möchte, und da können wir auch gerne nachher weiter diskutieren, ist, gibt es zwei völlig verschiedene Wirtschaften vielleicht? Wir haben es ja vorhin schon gesagt, viele stimmen schon zu. Die aber, jetzt haben wir es, Wirtschaftskreisläufe haben, überall. Wir haben sie nebeneinander, das ist klar, die eine ist da, die andere ist da, haben sie aber auch ineinander, also das heißt, es kann einen großen symbiotischen Kreislauf geben und da gibt es da wieder einen Parasitären drin, aber vielleicht gibt es einen Mitarbeiter, der dann doch irgendwie Gutes tut darin, der ist dann wieder ein symbiotischer Kreislauf. Also das kann alles sein, übereinander, überall. Die parasitäre Wirtschaft braucht immer, und ich verwende jetzt das Wort ganz mit Absicht, braucht immer einen Sklaven. Der Sklave ist der Wirt, ne, weil der Sklave, der soll sich ja nicht wehren. Der soll ja einfach nur Werte schaffen, möglichst meine Träume realisieren als Parasit und mir dafür nichts abknöpfen. Ne, ich will ja gar keine Werte schaffen. Ich will ja gar nicht irgendwie dem was zurückgeben oder so. Darum braucht diese Wirtschaft Sklaven. Ob sie die jetzt wirklich so nennt, das haben sie in der Vergangenheit gelernt. Ah, die Sklaven jetzt Sklaven zu nennen, das gefällt den Leuten nicht so. Machen mal eine gute Medienmaschine drüber und sagen ihnen, dass sie frei sind. Das ist doch toll. Ne? So funktioniert's. Aber viel bei vielen, die ganze Zeit nur im Hamsterrad sind und nicht mal Zeit haben, zu so einer tollen Veranstaltung hinzukommen, da ist es natürlich genau das. Ja, und die symbiotische Wirtschaft dagegen funktioniert aus sich selber, klar, weil die muss niemanden ausbeuten. Und die parasitäre Wirtschaft natürlich muss daher, weil sie ja keine Werte schafft, muss sie manipulieren. Und dafür braucht sie natürlich Kontrolle über die Medien, über die Bildung, über die Staatsorgane. Wir haben auch vorhin nochmal die Medizin gehabt. Das ist natürlich auch sehr, sehr lecker für Parasiten, weil die Menschen, die krank sind, wollen ja eigentlich gesund werden. Sie wollen eigentlich zu einem Arzt kommen auch, wenn sie selber noch nicht das Wissen haben, der entweder sie sogar selber befähigt, der eigentlich auch Ernährungstipps geben kann, der eigentlich auch Lebenstipps geben kann und dann höchstens nur im Notfall mal ein Medikament verschreiben muss oder so, würden sie eigentlich haben. Aber das ist natürlich dann perfekt, weil die Menschen sind verzweifelt und dann kommt man dahin und dann kann man sagen, hier, wir machen dich jetzt als Abo-Patienten und die Sache ist geritzt und wir verdienen uns dumm und dämlich. Und das Zeichen, warum wir in so einer Wirtschaft sind, ist meiner Meinung nach eben die Boshaftigkeit, die wir sehen, Räubermentalität, Narzissmus und Selbstzerstörung. Und dagegen ein dominant symbiotisches System, habe ich das schon auf der Folie? Noch nicht. Ein dominant symbiotisches System dagegen könnte vermutlich 100-mal oder sogar 1000-mal produktiver, entspannter, liebevoller, freiheitlicher und mit viel mehr Spaß und Lebensfreude sein. Und das ist doch, was wir uns alle wünschen, oder? Und jetzt kommen wir zu den praktischen Möglichkeiten, denn das ist das, was ich gemerkt habe. Bei dieser ganzen Beschäftigung mit diesen Themen, wenn man immer nur im Konsumieren bleibt und sagt, okay, ich habe das jetzt aufgenommen, ich habe das jetzt gelernt, aber ich mache nichts damit, dann kann sich das auch so, ich sag mal, kristallisieren in einem. Das ist sozusagen so kristalline Energie, die man halt vielleicht sogar wirklich dann stofflich irgendwo festsetzt, vielleicht als einen dicken Bauch oder irgendwas. Und die will man natürlich eigentlich wieder loswerden. Deswegen immer tun, immer Sachen finden, selbst wenn es erstmal so ein Versuch, so ein bisschen ein Schuss ins Blaue ist, schon mal ein Versuch, aber aktiv werden und gleichzeitig eine Strategie daraus entwickeln, dass man was damit anfangen kann.
Und das fängt hier damit an, das Ganze zu erkennen und zu identifizieren. Dafür war jetzt erstmal der Vortrag. Also zu sagen, ich erkenne, wenn jemand zum Beispiel, wir kennen den Ausdruck, ein Energievampir ist in meinem Umfeld. Und Heiko Schrang hat es heute ja auch schön gesagt, das loszulassen dann. Ne, den Beutel dann einfach mal zu kappen, dass man höher fliegen kann. Wenn man das eindeutig erkannt hat. Man macht das natürlich nicht sofort, aber man kann sagen, okay, ich teste das mal aus. Wenn ich jetzt mal meine eigene Geschichte erzählen möchte, kommt denn was zurück? Kümmert derjenige sich jetzt um mich auch mal? Sagt er jetzt, nimmt er mich auch mal in den Arm und sagt, okay, jetzt kannst du mal dich an meiner Schulter ausweinen. Oder ist es immer nur, nee, wenn ich Probleme habe, dann kümmere ich mich um mich selbst und wenn er Probleme hat, dann weint er sich bei mir aus. Ne? Das ist so dieses Unterscheiden. Und da sage ich, das Gute, das ist jetzt der dritte Punkt, und das Symbiotische fördern. Ja, das machen ja hier gerade auch in dieser Gemeinschaft, halt zu sagen, man kommt mit den Leuten zusammen, die einen fördern, wo sich die Energie hochschaukelt, wo man gemeinsam wächst, wo es immer so wellenartig nach oben gehen kann. Ja, das zu fördern und das Böse, das Parasitäre dagegen zu hindern, das will ich nicht in meinem Leben haben. Ich brauche doch keinen, der sich jetzt hier wie in dem Stichling in mir einnistet oder in meinen Gefühlen einnistet oder in meinem Kopf einnistet, ja. Im Englischen gibt es so den Ausdruck, live rent-free in someone else's head, also in jemand anderen Kopf, im Kopf von jemand anders mietfrei wohnen, wenn der wirklich mit einem die ganze Zeit beschäftigt ist. Nein, loslassen, weg zur Seite liegen. Und dann haben wir natürlich unabhängige Medien gründen und stärken natürlich, die Meinungsfreiheit und die bürgerlichen Freiheiten stärken, denn wenn wir uns tatsächlich an die hohen Standards der Pressefreiheit halten würden, dann wäre ja schon alles geritzt mit der Presse. Die Standards, die sie aufgestellt haben, sind ja in Ordnung. Wenn wir uns tatsächlich mit der Meinungsfreiheit, so wie sie im Grundgesetz dankbarerweise auch aus der US-Verfassung eigentlich kopiert wurden, halten würden, nicht mit diesem wirklich, wirklich blöden Zusatz, der da steht, kann von einem Gesetz noch weiter geregelt und bestimmt und eingeschränkt werden, ne? Artikel 5, dann hätten wir das ja schon. Aber deswegen müssen wir genau für diese Freiheiten streben, nach diesen Freiheiten streben, dafür einstehen, dafür kämpfen. Und schon allein über diesen Punkt, was ich heute wieder gelernt habe, was ich wieder mitnehme, allein diesen Austausch haben wir schon viel gekonnt und das dann aber im persönlichen Leben. Da kann ich nie keine Strategien erfinden, sondern für das eigene Leben, für jeder für sich, in der Situation, in der er ist, genau das finden. Ich hatte hier von einem jungen Mann, der mir erzählt hat, was er in seinem Dorf, in seiner Firma schon alles bewegt hat, wo er Sachen auch negative Sachen verhindert hat, positive Sachen fördert. Absoluter Wahnsinn, genau so muss das aussehen. Ja, und dann der letzte Punkt, die schöne Zukunftsvision. Da sind wir wieder bei diesem Buch hier. Die Vision, die Idee, das Bild, wie man es wirklich haben möchte, die kann sich verändern. Aber wenn sie sich verändert, dann auch das Vertrauen dazu haben, Vertrauen ist das Nächste, dass einem dann noch etwas Besseres geschenkt wird. Es ist mal schwer zu glauben, wenn man das nicht so häufig praktiziert. Aber je häufiger ich das mache, der sagt auch, wenn Sie mir nicht glauben, dann probieren Sie es einfach aus. Und wenn nicht, dann haben Sie mich widerlegt. Daran auch dieses Bild wirklich festzuhalten. Wie sollte es denn sein? Viele von Ihnen haben schöne Dinge in ihrem Leben wirklich entdeckt und wissen und kennen die. Und dann zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn sich das noch vergrößern würde? Wie wäre es, wenn ich das da Geld reinstecken könnte, wenn ich da Zeit reinstecken könnte, damit sich das weiter ausbreitet, weiter vergrößert, toller, größer, besser wird? Darum geht es doch. Diese Vision festzuhalten, ständig im Geist zu behalten und auch in der Liebe, wir haben es hier gehört, und im inneren Frieden halt damit voranzuschreiten. Und damit danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Greil. Danke. Super. Wunderbar. So eine wunderschöne Balance, gell? So gut, wieder mal analytisch denken, die Dinge unterscheiden und scheiden lernen. Die Dinge etwas verstehen lernen, die Mechanismen, woher, wohin, was geht überhaupt ab, dass man nicht einfach so blind durchs Leben tappt. So schöne Studien, ich denke, eine schöne Aufgabe, auch in der Stille am Morgen, sich mal über das Leben Gedanken machen. Herzlichen Dank für diese wunderbaren Ansätze, das sind fantastische Aussaaten, um das ganze System besser erfassen zu können. War sehr kostbar, danke. So.